Hallo, liebe Deutschlernende. In der letzten Zeit habe ich mir viele Gedanken gemacht über Selbstbewusstsein bzw. Selbstwertgefühl. Ich habe in letzter Zeit 2 Bücher darüber gelesen, die ich euch noch vorstellen werde. Und Selbstwertgefühl ist wirklich ein interessantes Konzept. Und deswegen wollte ich es zum Thema machen. Und zwar gibt es leider viele Menschen, die ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben. Ja? Sie haben ein sehr niedriges Selbstbewusstsein. Und das kann mehrere Gründe haben. Und zwar ist ein Teil die Umgebung, ja, wie die Menschen mit einem umgehen, ja, ob sie den Menschen das Gefühl haben, etwas wert zu sein, ja. Aber es ist auch etwas, was von innen generiert werden kann, ja. Und das finde ich eine sehr tolle Idee, ja. Denn Selbstwertgefühl ist nicht etwas, was von außen kommt, ja. Wir können in einer Umgebung sein, die sehr feindlich gegenüber Selbstwertgefühl ist. Ja? Viele Leute sagen, ah, du bist aber nicht so gut und du bist nicht so toll oder bist irgendwie schlecht. Ja? Aber wir können trotzdem ein hohes Selbstwertgefühl haben. Ja? Und all die Leute, die große Dinge vollbracht haben, ja? All die Dinge, die große Dinge vollbracht haben, die viel geleistet haben. Ja? Die Geschichte ist immer dieselbe. Ja? Es waren ganz viele Leute haben gesagt, ja, das wird nicht funktionieren oder das kannst du nicht und oh, das wird keinen Erfolg haben und so weiter. Und die Leute haben es trotzdem gemacht. Ja? Sie haben es getan, weil sie ein hohes Selbstwertgefühl hatten. Ja? Und dann war es für sie unwesentlich, was andere denken. Ja? Die Frage ist nun, wie bekommt man ein hohes Selbstwertgefühl? Ja? Wie generiert man ein hohes Selbstwertgefühl? Ja? Auf der einen Seite hilft es natürlich, Menschen um sich herum zu haben, Freunde, die einen fördern, ja? Die einen auch zu verstehen geben, dass man Wert hat. Ja? Aber man kann sich auch selbst diesen Wert geben, und zwar indem man wirklich sehr viel Integrität hat, ja, indem man seine eigenen Werte auch verfolgt, ja, und man bekommt zum Beispiel weniger Selbstbewusstsein, wenn man öfters Dinge macht, die eigentlich entgegen den eigenen Überzeugungen sind, ja, die gegen die eigenen Werte verstoßen, ja, aber wenn man für sich selbst einsteht, ja, dann bekommt man hohes Selbstbewusstsein. Ja? Und Selbstbewusstsein ist wirklich so das Gefühl, man selber hat einen Wert und auch eine Sicherheit darin, dass der eigene Geist fähig ist, Probleme zu lösen. Ja? Man hat eine Sicherheit darin, dass man die Herausforderungen des Lebens meistern kann. Ja? Und es ist wirklich etwas, was sehr mit der Realität verwurzelt ist. Ja? Deswegen kann man auch nicht zu viel Selbstbewusstsein haben. Ja? Denn es ist wirklich etwas, was mit der Realität verwurzelt ist. Ja? Und deswegen zählt zu Selbstbewusstsein auch solche Dinge wie Fehler zu erkennen und einzugestehen, ja? Weil man denn dadurch die Realität erkennt, wenn man seine Fehler eingesteht und korrigiert, ja? Und das ist wirklich, also Selbstwertgefühl, dazu zählen auch solche Dinge wie Selbsteffektivität, dass ich effektiv bin in den Dingen, die ich mache, ja? Dass ich weiß, dass ich mir Wissen aneignen kann und Herausforderungen meistern kann. Ja?
dann bin ich sehr effektiv. Und das fördert dann wiederum mein Selbstwertgefühl. Und es ist wirklich auch aber ich habe das notwendige Selbstwertgefühl, dass ihr dieses Video trotzdem mögt, trotz Wind. Nein, und jetzt habe ich vergessen, worüber ich geredet habe. Genau. Also, ach so, das ist ein guter Kreislauf, ja. Es ist ein Feedback. Ein guter Kreislauf, also nicht ein Teufelskreis. Ja, Teufelskreis würde heißen, es wird immer schlechter und schlechter. Es ist ein Teufelskreis, wenn man niedriges Selbstbewusstsein hat. Ja? Und wenn man hohes Selbstbewusstsein hat, dann fördert, wird das Selbstbewusstsein auch immer mehr und mehr gefördert. Ja? Und weil man sicher ist, dass man Herausforderungen meistern kann, und dann setzt man sich auch hohe Ziele. Ja? Man setzt sich Ziele, die einen fordern, ja, Ziele, die schwierig sind, und man bewältigt aber diese Herausforderung. Ja? Man erreicht diese Ziele und dadurch hat man dann noch höheres Selbstbewusstsein. Und ich hoffe, dieses Video war inspirierend für euch. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können, in diesen guten Kreislauf zu kommen. Ja? Ich denke, also ich habe auch vollkommene Sicherheit, dass du die Dinge schaffen kannst, die du dir vornimmst. Ich habe vollkommene Sicherheit, dass du auch Deutsch lernen kannst. Ja? Bei manchen von meinen Fans habe ich leider das Gefühl, dass sie nicht glauben zu scheinen zu können, dass sie es auch schaffen können. Und ich denke wirklich, jeder Einzelne von euch, ja, kann es schaffen. Du kannst Deutsch lernen. Da bin ich mir echt sicher. Ja? Weil jeder Deutsch lernen kann. Und auch gerade mit dieser Methode. Es gibt wirklich keine Schranken. Ja? Es gibt keine Limitation. Ja? Egal wie alt du bist, egal was du sonst noch so machst, egal wie gut du in der Schule warst, egal wie gut du sonst noch in anderen Dingen bist, egal egal wie gut du sonst beim Sprachenlernen warst, ja, auch wenn du versucht hast, ganz viele Sprachen zu lernen und es nie funktioniert hat, dann denke ich trotzdem, dass du auch Deutsch lernen kannst. Du kannst eines Tages fließend sprechen. Ja? Und ich glaube da ganz fest daran, dass du es schaffen kannst. Und ich denke, du kannst auch in diesen Kreislauf kommen, ja? In diesen guten Kreislauf, wo du ein bisschen Selbstbewusstsein hast, die Ziele setzt, die erreichst, dann noch mehr Selbstbewusstsein hast, dann noch mehr Ziele dir setzt und diese auch erreicht. In diesen Kreislauf kannst du kommen. Und dann kannst du auch dein Selbstbewusstsein immer und immer mehr fördern. Ja? Du kannst immer mehr und mehr Selbstbewusstsein haben. Ja? Und ich sage das als jemand, dessen Selbstbewusstsein wirklich mal total im Keller war. Ja? Sagen das im Deutschen, es war total im Keller. Ja? Mein Selbstbewusstsein war mal sehr, sehr niedrig. Ja? Und ich habe es geschafft, da rauszukommen. Und egal, ob dein Selbstbewusstsein hoch, niedrig oder mittel ist, du kannst es dein ganzes Leben lang immer mehr fördern. Du kannst immer mehr Selbstbewusstsein bekommen. Okay? Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Sag mir Bescheid. Sag mir, was du denkst in den Kommentaren, wie immer. Und auch wie immer, bis morgen. Tschüss.